Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin heute super, super glücklich und freue mich, euch etwas mitzuteilen. Und zwar auch heute mal in Eigenwerbung, wie ihr seht. Und zwar kann ich euch endlich von meinem Kochbuch erzählen. Es ist jetzt offiziell vorbestellbar. Es ist noch nicht draußen, es kommt am 29. September. Markiert euch das im Kalender, dann kommt es raus. Ich habe auf Instagram aufgerufen, mir ein paar Fragen zu stellen. So ein kleines Q&A wollte ich hier auch machen. Neben den ganzen Informationen zum Kochbuch wollte ich euch auch fragen, ob ihr vielleicht irgendwelche Fragen an mich habt bezüglich des Kochbuchs, die ich hier noch beantworten kann. Und ja, das machen wir jetzt. Ich zeige euch erstmal das Kochbuch. Es ist noch nicht ganz fertig, also ich habe noch keinen wirklichen Druck in der Hand. Das ist jetzt nur ein Dummy, aber so wird es aussehen in der Form und das ist das Cover. Ich finde es so geil, das so in der Hand zu halten, muss ich sagen. Ja, so wird es ungefähr aussehen. Es ist jetzt einfach nur so ausgedruckt und hier drauf geklebt quasi. Das ist die Rückseite. Yummy Kitchen wird das Buch heißen. Und zwar habt ihr euch den Titel ausgesucht. Ich hatte einmal beim Follower Weekend gefragt, wie ihr denn das Kochbuch nennen würdet. Viele haben das sogar vorgeschlagen und sehr viele haben diese Kommentare geliked mit dem Yummy Kitchen. Und nun heißt es Yummy Kitchen. Ihr habt das so benannt. Also am 29. September, wie gesagt, ist es draußen. Ihr könnt es aber jetzt schon vorbestellen, ganz wichtig. Bei Amazon zum Beispiel, da ist es schon vorbestellbar, ist auch schon online. Oder bei Thalia. Und es wird dort natürlich dann auch verkauft werden. Und überall eigentlich, wo ihr Bücher kaufen könnt. Auch in Österreich und auch in der Schweiz. Das war nämlich auch eine große Frage. Genau, ich freue mich, dass ihr so dahinterher seid und euch auch darüber freut. Und ich hoffe so sehr, dass es euch gefallen wird. Ich kann ein bisschen mehr ins Detail gehen, zum Beispiel, also ich habe das komplett so gestaltet. Ich habe mich für dieses Cover so gestylt. Ich hatte diese Idee, das so zu machen. Das Design habe ich natürlich zusammen erarbeitet mit dem Verlag Community Editions, die mir eine sehr, sehr große Hilfe waren mit allem. Und ja, das ist jetzt das Endprodukt. Worum geht es im Kochbuch? Es ist ein Veggie-Kochbuch. Also ich habe natürlich das gemacht, was ich selber persönlich esse, was ich liebe. Es ist also pure Veggie-Liebe in diesem Buch. Und nicht nur für Vegetarier, sondern für jeden einfach. Es ist sehr Crossover von traditionell bis trendy, bis auch Heimatküche und auch so ein bisschen Kindheitserinnerungen und ja, leckere Leibspeisen einfach auch so von mir, die ich gerne esse oder die ich auch gerne so zubereite oder die ich aufgeschnappt habe im Urlaub oder einfach Sachen, die mich inspiriert haben. Das ist so die bunte Mischung und auch einfach die Sammlung sozusagen von meinen ganzen ja, Leckereien. Also ihr habt ganz viele Backideen, auch süße Sachen sind da drin. Dann gibt es Frühstücksideen und ganz viele Rezepte einfach für den Alltag, für jeden Tag. Natürlich auch Sachen für besondere Anlässe oder etwas mit Freunden zusammen zu machen oder mit der Familie. Es sind 75 Rezepte drin. Die meisten sind neu, also wirklich die meisten sind nur 5 Rezepte, die ihr vielleicht schon kennt, falls ihr meinen Kochkanal verfolgt. Ansonsten sind alles neue Rezepte. Wenn ich sage 100% ich, dann ist es 100% ich. Und damit meine ich, dass ich quasi alles selbst gemacht habe da drin. Von der Entwicklung des Rezepts bis hin ja, zum Einkaufen, zum Schnippeln, Zubereiten, Kochen, zum Food Styling, Food Fotografie, die ich ein bisschen geteilt habe mit meinem Freund, der hat mich da sehr gut unterstützt und natürlich auch zum Essen. Wir haben alles, was wir da gemacht haben, was im Buch drin ist, auch gegessen. Und das zeigt einfach erstens, dass ich voll dahinter stehe, dass es mir schmeckt, dass ich es liebe, dass ich das mit euch teilen möchte und auch, dass wirklich alles so drumherum, was drumherum auch noch passieren muss, um ein Buch zu machen, auch von mir ist einfach. Mir war das wichtig, weil ich von YouTube komme und YouTube ist so, ja, so self-made, ne? Man macht ja alles selbst. Ich bin hier quasi Regisseurin, Cutterin, Moderatorin, alles sozusagen in einem. Und ja, das spiegelt eben das Buch wieder, dass da einfach auch alles von mir drin steckt. Unter anderem sind da auch viele Kinderbilder, private Bilder von mir drin, aber auch ganz viele neue, exklusive Fotos sozusagen, wie dieses Cover auch, das ein Fotograf gemacht hat. Das war der Roman Knie. Genau. Das hat er geschossen und da sind halt in dieser Reihe auch noch andere Fotos entstanden. Ich hoffe, die gefallen euch. Ja, nochmal ganz kurz zum Cover. Wie gesagt, das war so meine Idee. Ich habe mich da auch so gestylt und wollte unbedingt Peaches mit drauf haben. Das ist nämlich auch noch ganz wichtig. Er ist nämlich auch im Buch drin, natürlich mit seinen Kommentaren. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Das ist auch nochmal so was,
ja so ein bisschen was anderes, dachte ich mir, was eben aber auch zu mir passt und wo, was ihr auch so von mir kennt. Ich wollte es anders haben, ein bisschen auffällig auch, so ein bisschen Wiedererkennung. Ich denke, das ist mir ganz gut gelungen. Ich weiß, bestimmt wird das nicht jedem gefallen. Mir gefällt es sehr. Ich finde, das ist halt, spiegelt mich wieder. Es ist dieses 80s-Feeling, was ich so mag. Ich wollte halt einfach ein anderes Kochbuchcover als so diese typischen üblichen, dachte ich mir. Und ich finde, das ist, finde ich, ganz gut gelungen. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Eine Frage, die sehr viele gestellt haben, war natürlich der Preis. Was wird das Kochbuch kosten? Und zwar wird es 16 Euro kosten. Genau. Und ja, das haben sehr, sehr viele gefragt. Neben allen anderen Sachen, die ich, glaube ich, hoffentlich schon beantwortet habe, werde ich jetzt nochmal nach Fragen schauen, die ich jetzt noch nicht hatte. Das Schwierigste war, dass ich halt alles selbst gemacht habe. Ich meine, ich glaube, nicht umsonst machen das die meisten nicht, ne? Die meisten haben eben einen Food-Stylisten oder auch einen Fotograf, der die Sachen dann selbst kocht und fotografiert. Das ist nicht mal der Autor selbst, der die Sachen gekocht hat, die man dann sieht. Das war mir gar nicht bewusst, ich wusste das gar nicht. Mir wurde das dann erzählt, dass das eigentlich der normale Ablauf ist. Und ja, es war schwierig in diesem, in der vorgegebenen Zeit sozusagen, ich hatte ja eine Deadline, wann ich das mal abgeben sollte, das alles zu machen eben. Ich habe mich da ein bisschen übernommen, aber es hat am Ende ja doch geklappt. Von daher habe ich auch wieder nichts draus gelernt. Wie es dazu kam, ich hatte schon ewig diesen Traum und mein Netzwerk, Studio71, wissen davon, ja. Jetzt kam es dazu, dass sie seit letztem Jahr eben intensiv mit einem Verlag zusammengearbeitet haben, auch für weitere Künstler Bücher rausgebracht haben. Und dann wurde ich eben gefragt, ob ich nicht wirklich mal mein Kochbuch schreiben möchte. Und hallo, ich habe sofort ja gesagt, natürlich, klar. Und ja, so kam es dazu. Die größte Herausforderung war, wie gesagt, das alles wirklich dann selbst zu machen. Auch das Schreiben war eine Herausforderung, weil ich hab das einfach alles unterschätzt, muss ich sagen. Ich dachte, ich würde das viel flotter so hinkriegen, ne? Nee. Sie fragt ja, ob ich mir ein zweites vorstellen kann. Auf jeden Fall. Ich meine, es liegt an euch jetzt. Oder an dem Werdegang des Buchs, ob das gut ankommt, ob es euch gefällt, ob ihr überhaupt mehr sehen wollt von mir. Aber ich bin auf jeden Fall offen. Ja, es gibt Kapitel, Kategorien sozusagen, ja, zum Beispiel wie Frühstück und was Süßes oder für jeden Tag sowas. Asiatische Rezepte gibt es auf jeden Fall. Ich habe ja schon erwähnt, allein schon, dass ich so Rezepte aus meiner Kindheit auch ja, so mit einem neuen Twist natürlich ja, drin habe, gibt es auch asiatische Rezepte, weil ja meine Wurzeln asiatisch sind. Dann Tipps gibt es auch und da steht auch immer, wie lange es dauert, also genau, die Zubereitung ungefähr. Ist immer für 4 Personen, außer steht was anderes bei oder Kastenform etc. dann, oder wie viele Stücke, ne? Aber ist meistens, also sonst immer für 4 Personen und Nährwertangaben gibt es auch. Also geplant jetzt so konkret ist noch nichts, aber ich denke schon und ich glaube, das erste hoffentlich, fingers crossed sozusagen, wird die Frankfurter Buchmesse sein, ne? Bietet sich an. Ich hoffe, ne? Und dann hoffe ich, ne, dass ihr auch kommt. Das wäre echt cool. Glaub mir, er war der Chef, dass es mir schmeckt. So gehe ich immer vor nach allem, also auch bei meinen Videos. Wenn mir mein Video gefällt, dann kann ich es rausgeben an euch sozusagen. Ja, also meine große Inspiration immer sind einfach die 80er Jahre. Wie ihr wisst, also ich liebe die 60er und die 80er. Für mich war erstmal die erste Frage, will ich es mehr so 60er oder 80er haben? Und dann habe ich mich dafür entschieden, ja, das ist meine Inspiration von mir sein. So sieht auch ein bisschen so das Buch aus. Jetzt nicht so sehr, natürlich ist es, ich hoffe, dass man die Zeit so ein bisschen sieht, beziehungsweise ich hoffe eher, dass es zeitlos aussieht, als dass man die Zeit besonders sieht. Ja, aber es ist so 80s inspiriert auf jeden Fall. Auch drinnen vom Design wird es so sein. Es ist bunt, ja, so eine Art. Aber ich will nicht zu viel verraten. Schaut am besten dann rein. Danke erstmal für eure ganzen Fragen. Ihr habt wirklich großes Interesse. Das ist sehr cool. Aber viele Fragen haben sich geähnelt, beziehungsweise habe ich am Anfang schon beantwortet eigentlich. Wenn ihr und ich auch es dann bald wirklich in unseren Händen halten könnt, für mich das Größte. Das wäre echt das Coolste, wenn es euch wirklich gefällt. Weil wie gesagt, da ist jetzt alles drin von mir. Ich habe alles gegeben und ich hoffe, dass es euch gefällt. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr mich unterstützt. Wenn es euch wirklich gefällt, dann unterstützt mich gerne und ich werde euch die Links nochmal in die Videobeschreibung posten. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!